Stünne, ein Ortsteil von Bünde-Westfalen, Hermann-Hesse-Straße Nummer 9. In diesem schmucken Einfamilienhaus wohnt sie, die Katze. Sie wohnt im Souterrain, mit eigenem Zugang über die Kellertreppe. Katze ist nur ihr Spitzname. Die Disco-Fans kennen sie eher unter dem Namen CC Catch. Wir wollten von ihr wissen, ob sie denn auch einen bürgerlichen Namen hat. Caroline, Katharina, Miller. Sie ist ein Star, aber sie lebt bei ihrer Familie. Vater Jürgen Müller ist ihr Manager und koordiniert die Termine. Ist das eine wichtige Sendung? Mutter Corrie Müller führt den Haushalt. Bruder Marco, muss er allzu aufdringliche Verehrer abwimmeln? Ja, das ist also auch so. Fragen Sie mich, ja, kommen wir mal vorbeikommen und so. Och, die Wahl. Da ist und so, naja. Muss ich immer sagen, nein, also ist nicht da. Und natürlich hat die Katze eine Katze. Mortje heißt sie und hat fast so schöne Augen wie Frauchen. Aber was wäre eine Katze ohne Kater? Die Katze ist tierisch verliebt in Kater Frank. Frank Otto, um genauer zu sein. Auch im Musikgeschäft tätig als Drummer bei der Gruppe Aquamarine. Wie hat der Kater sein Kätzchen kennengelernt? Ja, wie soll das gewesen sein? Hat sie ihm von der Bühne aus zugelächelt? Nein, ich wusste von bis dato noch gar nichts von CC Catch und kannte sie gar nicht, wusste sie auch nicht einzuordnen. Und sie hat an der Bar gesessen mit dem Bobzin von dem NDR, Joachim. Und ich habe allein am Tisch gesessen. Naja, und dann meinte auf einmal der Joachim so, setz mal gerade hier hin, du musst mal meinen Platz verraten, ich muss mal gerade wohin gehen. Ja, dann habe ich mich da hingesetzt und so bin dann ins Gespräch gekommen. Er ist bei den Auftritten dabei, hilft bei der Fanpost und spielt sogar in ihren Videos mit. Als Rauchkatze, versteht sich. Ist er eifersüchtig? Ja, sagen wir so, wenn man sich liebt, ist man eifersüchtig. Das gehört irgendwie dazu, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ist sie eifersüchtig? Ich glaube ein bisschen schon. Hat sie nicht Angst, dass ihre Fans böse sein könnten, wenn sie so fest liiert ist? Nee, das glaube ich nicht. Denn ich meine, ich bin ein Mensch wie jeder andere und ich brauche auch Liebe. Wie steht's mit Heiraten? Das ist noch in ferner Zukunft. Irgendwann mal bestimmt, aber das ist noch weit weg, glaube ich. Also die Musik geht auf jeden Fall vor und von Heiraten ist im Moment keine Rede. Aber da haben die beiden noch Zeit. Zunächst hat die Familie Müller den Schwiegersohn in Spee ohne Vorbehalte aufgenommen. Und die Disco-Queen CC Catch ist glücklich.